Ja, hallo, ich bin Christian und heute gibt's mit dem Fahrrad auf Fahrradreise. Das Fahrrad ist vollgepackt. Und bei regnerischem Wetter geht's los und du bist dabei. Ja, jetzt bin ich wirklich unterwegs und zwar momentan zwischen Wadern und Primstal auf dem Primsradweg. Und ja, bei Regen losgefahren zu Hause in Weißkirchen und jetzt dieses geile Wetter. Die Sonne ist draußen, es ist ein bisschen windig. Momentan habe ich Rückenwind, auch gut. Und es kann eigentlich nur besser werden. Heute am 17. Mai 2021. Fahrradreise. Ja, wohin? Richtung Osten, immer der Nase lang. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Bostalsee, dann den Nahe Radweg runter bis zum Rhein nach Bingen und dann den Rhein hoch Richtung Hermes. Ach, Richtung Hermes, geil. Richtung Heidelberg, dann den Neckar hoch bis zum Kocher, das ist ein kleiner Fluss, den Kocher hoch und dann so grob Richtung Osten, dann kommt nämlich irgendwann Regensburg. Und Regensburg, klar, da fließt die Donau durch, Donauradweg kennt jeder. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich bin gerade in Neunkirchen nahe angekommen schon und fahre jetzt Richtung Bostalsee. Suche mir da eine Schutzhütte zum Übernachten. Ich habe mich hier gerade beim Friedhof untergestellt, weil es schon wieder geregnet hat. Also es ist heute echt ständig kommt eine Regenschauer. Die sind aber auch immer schnell wieder weg, die Schauern. Und ja, also wirklich nass geworden bin ich noch nicht. Hinten kommt aber jetzt die Sonne. Die Sonne! Ja, guten Morgen. Tag 2 meiner Fahrradreise. Heute Nacht habe ich in Wallhausen bei Freunden übernachtet. Gruß an euch. Und danke. Und jetzt geht's weiter Richtung, schon bin ich wieder ein Stück weiter. Ich habe mal genau nachgeguckt, wo das jetzt hingeht. Und zwar möchte ich zum Westrichbahndamm. Das ist eine alte Bahnstrecke, die zum Fahrradweg umgebaut wurde. Und das sind eigentlich die besten Fahrradwege. Ich komme gleich hier unter der B41 unten drunter durch oder drüber, keine Ahnung. In der Nähe von St. Wendel. Und ja. Es ist ein herrlicher Tag, die Sonne scheint, es ist zwar sehr bewölkt und es soll auch noch Regen werden, es soll noch Regen geben, aber egal, weiter geht's. Einfach traumhaft, die Frühlingslandschaft, überall hüpfen Rehe weg, wie da hinten zum Beispiel. Ja, da hinten ist die W41, glaube ich, heißt sie. Und da in die Richtung geht es dann weiter. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Bahnradweg. Und das geht eigentlich fast nur bergab. Natürlich spitzenmäßig. Ja, und eben gerade
kam wieder eine Schauer runter und jetzt kommt wieder gleich die Sonne raus. Also das ist sehr wechselhaftes Wetter. Das wird wahrscheinlich auch noch die ganze Woche so durchgehen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Ja, der Radweg hier ist nicht befestigt, mit nicht geteert, aber das ist eine ganz gute Oberfläche zu fahren. Und das ist einfach genial. Ja, Bahnradwege, wo alte Trassen zu einem Radweg umgebaut wurden, die sind ja sowieso immer sehr gut zu fahren. Und man fährt halt komplett mitten durch die Natur. Da ist nirgendwo wie eine Straße. Man kreuzt zwar ab und zu mal eine Straße oder sowas, aber sehr schön. Und weiter geht's. Ja, ich fahre gerade hier über so eine riesen Brücke. Da habe ich mich gerade schon gewundert. Und wenn man hier runterschaut, dann sieht man es auch. Das ist ein riesen Viadukt, altes Viadukt von der Eisenbahnstrecke. Ja, hier hat man auch eine schöne Aussicht. Und weiter geht's. Ja, es ging jetzt durch Kusel durch und bin mittlerweile hinter Kusel und hier fängt auch eine Draisinenstrecke an. Das heißt, hier rechts eine Draisinenstrecke und links der Fahrradweg. Auch über den Bahndamm. Ja. Und habe gerade eben mal Mittag gemacht, also ein paar Brote gegessen und ja, habe 37,6 Kilometer für heute drauf auf dem Tacho. Ja, ich fahre noch so 10 und dann reicht mir das für heute. Weil man weiß auch nicht, wann der nächste Regen kommt. Gut wäre es, wenn ich eine Schutzhütte finden würde, wo man dann gleich, in der Schutzhütte schön trocken kochen kann und so weiter. Und draußen das Zelt aufschlagen oder sowas ähnliches. Mal schauen. Okay, später. Ja, ich habe jetzt hier auch einen schönen Campingspot gefunden. Und zwar fließt hier der Fluss Clan. Und ja, hier ist so ein kleiner Weg. Und zwischen dem Weg und dem Clan, dem Fluss, werde ich mal das Zelt aufbauen. Ja, ist noch gar nicht so spät, vielleicht 4 Uhr, 3:30 oder so, aber ja, nach knapp 50 Kilometer heute, bei dem wechselnden Wetter, ständig hat es geregnet und deswegen werde ich mal hier schön aufbauen und schön nachher was Gutes kochen und dann geht's morgen weiter. Ciao. Ja, ich sitze jetzt hier im Zelt. Draußen hat es angefangen zu regnen. Dabei war ich allerdings auch schon am Kochen. Und hier ist jetzt schön meine Reispfanne am Kochen. Naja, Reispfanne. Reis mit Gemüse und ja. Muss irgendwie gehen. Wird es auch kuschelig warm im Zelt, wenn der Kocher an ist. So ist das. Manchmal muss man improvisieren. See you. Guten Morgen.
ja, Tag 3 meiner Fahrradreise. Da drüben hinter den Büschen war mein Campingspot. Und jetzt geht's hier diesen Weg durch bis zum Radweg wieder. Jetzt auch die Draisinenstrecke. Und noch ein paar Kilometer, da sind wir auch in Lauterecken. Ich würde sagen, los geht's. Ja, ich bin hier in Meisenheim. Hier gibt es eine historische Altstadt. Nicht schlecht. Ja, ich bin mittlerweile am Nahradweg angekommen. Da drüben irgendwo läuft die Nahe. Und ja, ist echt eine super tolle Landschaft hier. Alles ist so sattgrün von dem Regen. Ist einfach herrlich. Einmal hat es geregnet bis heute. Heute. Und ja, jetzt sieht eigentlich ganz gut aus. Heute Vormittag war die meiste Zeit die Sonne auch draußen und ja. Herrlich, herrlich. Weiter geht's. Ja, da wächst der Wein, der nahe Wein. Super schön hier. Nur ein paar Kilometer bis Bad Münster am Stein. Weiter geht's. Guten Morgen. Ja, ich habe schon über 15 Kilometer hinter mir. Ich habe allerdings heute noch nicht so viel Bock gehabt zum Filmen. Ich bin zwischen Bingen und Mainz und möchte um 18 Uhr in Heidelberg sein. Das schaffe ich heute mit dem Fahrrad nicht mehr. Da werde ich in Mainz in den Zug steigen und von dort aus den Zug nach Mannheim fahren und von Mannheim dann nach Heidelberg. Aber was ich gerade entdeckt habe, und zwar habe ich gerade diesen Storch hier entdeckt. Soll ich den mal ranzoomen? Ich habe jetzt schon ein paar Störche gesehen. Und ja. Richtig schön hier am Rhein. Hier sind natürlich überall Feuchtgebiete. Jetzt weiß auch hier drüben gleich die Autobahn, was ziemlich laut ist, aber ist dem Storch egal. Und mir ist es erst recht egal. Weiter geht's auf dem Fahrradweg nach Mainz. Ja, ich bin jetzt in Mainz angekommen. Hier mitten in der Stadt. Ich fahre Richtung Bahnhof. Und da fällt mir gerade dieses Haus hier auf. Das ist ja wohl der Hammer. Mit diesen Windteilen darauf. Nicht schlecht. So kann man auch Strom machen. Ja, guten Morgen. Fast 20 Kilometer bin ich schon gefahren und habe noch keine Lust gehabt, die Kamera auszupacken. Ich bin am Neckar. Ich bin in Heidelberg heute Nacht gewesen. Bei Marc. Grüße gehen raus. Vielen Dank.
Na, wer hat's entdeckt? Mein Zelt. Guck doch mal genau hin. Ja, ich bin hier am Neckar. Bin von Heidelberg ca. 40 Kilometer gefahren und habe hier in der Wiese mein Zelt aufgebaut. Da hinten steht's. Jo. Ich habe leider nicht so viel gefilmt. Aber passt auch, würde ich sagen. Gerade eben hat es nochmal richtig geschauert, also richtig ordentlich geregnet. Da habe ich dann im Zelt gekocht. Das ging eigentlich ganz gut. Und jetzt kommt die Sonne nochmal raus. Genial. Ja, jetzt sitze ich hier mit meinem Hocker hier auf dem Feldweg. Schreibe noch ein bisschen was in mein Logbuch. Und lass den Abend so dahin schmelzen. Bis morgen. Moin. Ach, ist das herrlich. Heute Nacht hat es runtergemacht. Wie nur was. Und jetzt so ein schöner Morgen. Ja, ist wirklich toll hier. Ja, gleich packe ich mal mein Zeugs zusammen und dann geht's weiter. Auf dem Neckarradweg bzw. den Neckarberg auf. Drüben sieht man ihn. Ja. So, leider sehr laut hier. Straße und Schienen, aber total schön. Bis später. Einfach herrlich hier. Ich habe auch eben den Bauern gefragt, der hat gerade hier eben gemäht und das Heu weggeholt, beziehungsweise Silage, wie auch immer das heißt. Und kommt mir gerade so ein bisschen vor wie ein Pfingstlager. Bei Pfingstlager für die Pfadfinder ist es meistens auch so, dass der Bauer immer auf dem letzten Drücker mäht und dass man dann auf einer frisch gemähten Wiese aufbaut. Genial. Guten Morgen. Ja, ich bin schon wieder 18 Kilometer gefahren. Noch nichts gefilmt. Aber ich habe jetzt hier einen Meilenstein erreicht. Was heißt Meilenstein? Ich bin da, wo ich hin wollte. Und zwar bin ich der Kocher-Jagst-Radweg. Der Kocher und der Jagst sind zwei Flüsse, die relativ nah beieinander hier in den Neckar fließen. Und da gibt es wohl einen Radweg. Gibt es auch eine Internetseite. Kocher Jagst Radweg. Wenn ich dran denke, mache ich es in die Kommentare. Ihr wisst schon. Und dann geht es jetzt hier Richtung Jagsttal und ich fahre hier Richtung Kochertal. Genau. Der Fluss heißt wirklich so wie mein Kocher, nur nicht Gaskocher, sondern einfach nur Kocher.
Man glaubt es kaum, aber ich bin schon wieder auf einer Bahntrasse. Wusste ich gar nicht, dass hier sowas Schönes ist. Und das ist natürlich eine Wohltat zum Fahren. Man kommt durch die Natur ohne fette Straßen in der Nachbarschaft. Oh, ist einfach geil. So, einfach nur schnurgerade, schön geteert. Vor allem, das ist genial. Ja, zu meiner Linken fließt halt jetzt der kleine Fluss Kocher und der Fahrradweg geht hier unten Bad Friedrichshall durch und da bin ich jetzt hier gestartet, hier hoch. Und dann geht es immer der Nase lang. Ich war hier an einem Segelflugplatz vorbei. Da ist gerade einer hoch wie eine Kanone nach oben. Die haben da hinten so ein Höllengerät stehen mit einer Seilwinde. Und das zieht wahnsinnig. Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit zieht das die Dinger da hoch. Jetzt kam der hier mit dem Auto zurück, der rote Golf. Und bringt jetzt das Seil hier mit dem Auto mit. Und das binden sie jetzt da vorne wieder fest. Dann geht's wieder weiter. Jetzt geht der nächste hoch. Das ist echt der Hammer. Würde ich mal gerne drin sitzen. Guten Morgen! Ja, da drüben, wo die Bauern gerade die Siloballen pressen, am Ende der Wiese habe ich heute Nacht gepennt, bin gerade los, ist jetzt schon 11 Uhr. Oh, ich habe mich nicht so fit gefühlt, aber jetzt kam gerade eben auch mal die Sonne raus. Ja. Das weckt die Lebensgeister. Jetzt geht's weiter. Mal schauen, wie weit. Immer dem Kocher entlang. Ja, wieder 2 Tage später, nachdem ich auf dieser Wiese übernachtet habe. Den Tag danach wollte ich unbedingt auf den Campingplatz und wollte dort eventuell auch einen Ruhetag mal einlegen. Dann kam ich endlich am Campingplatz an, nach ca. 30 Kilometer und die hatten allerdings zu. Die durften nicht aufmachen wegen Corona, weil die Inzidenzen in dem Landkreis wieder höher waren und so weiter und so fort. Und die schickten mich dann den Berg hoch erstmal auf so einen Feldweg. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und da meinte eine Frau, ja, immer weiter. Und dann bin ich im dicksten Wald gelandet, wo ich nur noch schieben konnte nachher. Oh Mann. Und die meinten alle immer irgendwie, ja, an der Brücke orientieren. Ich so, Brücke, Brücke, Brücke. Und dann kam ich nachher an eine Stelle, wo die A6 über das Kochertal drüber führt. Eine riesen Autobahnbrücke, was weiß ich, 100 Meter hoch. Dann kam ich da ins Tal auch runter wieder. Da waren dann wieder die Wege besser. Da habe ich wieder eine abgemähte Wiese gefunden, Zelt aufgebaut, übernachtet. Dann am nächsten Tag wollte ich aber doch irgendwo hin, wo ich mal duschen konnte. Dann bin ich leider nur 10 Kilometer gefahren. Das war dann gestern.
Vorgestern? Oh, keine Ahnung. Ja doch, gestern. Gestern. 10 Kilometer gefahren, dann war da ein Hotel. Das hat mich 60 Euro gekostet. Aber da konnte ich noch lecker was Gutes essen abends. Und dann, ja, hat ein bisschen was gekostet. Aber ich konnte mal Klamotten waschen, mich selbst waschen und so ein paar Sachen über meine Tablet regeln. Jo, dann heute. Schlechtes Wetter war angekündigt, war klar. Ich bin so um 9 los. Bin jetzt auch nur so etwa 20 Kilometer gefahren. Ja, hab durch Zufall dann den Heinrich der Töpfer, gibt sogar eine Internetseite, hier gefunden, beziehungsweise, ja, da waren Leute, irgendwo Bauarbeiter, die sich irgendwo unter so einem Vordach da Kaffee getrunken haben. Da wurde ich dann noch eingeladen. Es war echt leckeres Stück Kuchen gegessen, super. Die haben mir dann den Heinrich der Töpfer organisiert und das kostet zwar auch 30 Euro, aber das ist ein total lieber Kerl, der Typ, der ist auch schon irgendwie 65 Jahre alt und oder keine Ahnung, noch älter. Hat unten hunderte von Töpfe stehen, von Töpfe, Tassen, alles mögliche, Wahnsinn. Und auf jeden Fall kann ich hier jetzt nochmal übernachten, es ist draußen immer noch am Schütten und das Wetter soll aber morgen besser werden und heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, ab Freitag ist richtig schönes Wetter angekündigt und da werde ich auch noch mal ein bisschen mehr von der Gegend zeigen und ein bisschen mehr die Kamera auspacken und ich weiß, war jetzt eigentlich nicht so viel. Es geht weiter Richtung Osten. Bis dann. Ja, auf dem Zeltplatz hier, das ist ein Jugendzeltplatz, habe ich übernachtet. Und heute Morgen geht es Richtung Bayerberg. Und ich bin schon in Bayern auch gelandet. Ja, immer weiter, immer weiter. Auf geht's. Ja, ich habe diese schicke Warnweste jetzt in der letzten Zeit eigentlich öfters an. Vor allem, wenn ich so wie hier auf der Straße unterwegs bin. Man hat einfach ein sicheres Gefühl. Die Autos sehen einen, auch die Traktoren. Moin. Und ja. War echt ein schöner Jugendzeltplatz, auf dem ich da jetzt gestern war. Oder heute Morgen jetzt war. Und weiter geht's. Ich will nach Bayerberg. Dort ist nämlich das Hortus Insectorium. Das verlinke ich mal unten in der Beschreibung. Kann ich jedem mal empfehlen, da mal ein paar Videos auf YouTube anzugucken, wie man den Garten so machen kann, dass die Insekten sagen, wow, hier will ich bleiben. Später.
Ja, guten Morgen. Wow, ja. Wieder ein neuer Tag und schaut euch vor allem den Himmel an. Ich kann mich an keinen Tag meiner letzten 12, 13 Tage erinnern, dass es so ein Wetter war. Das erste Mal richtig geiler Sonnenschein. Es ist noch nicht so besonders warm, aber das ist fürs Fahrradfahren gar nicht schlimm. Da steht mein Fahrrad, genau. Und ich bin hier in Beierberg ja gestartet. Hab bei Markus Gastel in der Scheune übernachtet und werde jetzt in Richtung Altmühltal fahren. Altmühltal, genau. Der Fluss heißt Altmühl und das ist hier Richtung Osten, immer der Nase lang. Und ja, schauen wir mal. So, auch die Landschaft ist total genial. Es ist hier, es gibt überall kleine Seen. Es ist fast schon wie in Schweden so ein bisschen mit den Seen. Aber ja, ihr seht es selber. Sehr schön und weiter geht's. Jetzt bin ich schon 37 Kilometer gefahren für heute und ich bin aber jetzt endlich mal auf diesem Altmühltal Fahrradweg angekommen. Ja, das ist eigentlich hier so ein Moment schon schnurgerader Feldweg oder wie auch immer. Ja, da werde ich jetzt mal vielleicht noch 10 Kilometer fahren oder so und dann wird mal Ausschau gehalten. Vielleicht nach einem Campingplatz oder nach einer anderen Möglichkeit. Ja, so ist das. Aber es ist echt schön hier, die Landschaft. Es sind auch hin und wieder mal wieder Störche zu sehen. Störche! Gundelsheim, da wollen wir nicht hin. Gundelsheim sieht auch ganz witzig aus, ganz schön aus. Uppala. Weiter geht's. Ja, guten Morgen. Ich bin hier auf dem Campingplatz gestern gekommen, in Treuchtlingen. Das ist so kein Campingplatz, sondern ein Zeltplatz. Nur für Leute mit dem Zelt, also Caravans und so, verboten. Finde ich ganz gut. Wir kommen, hier ist gleich der Altmühl, der Fluss, hier im Altmühltal. Und wir können Kanufahrer anlegen und hier aufbauen. Da war gestern auch einer hier gewesen und es waren auch noch zwei, drei andere Leute hier. Die sind alle schon abgereist. Und ich bin als einziger hier auf dem Zeltplatz, denn ich mache heute einen Ruhetag. Ich werde heute nicht weiter radeln. Morgen geht es erst weiter für mich, den Altmühl abwärts sozusagen. Und ja, genau, heute schön, genial, kurze Hosenwetter. Wäsche habe ich gewaschen, die hängt da hinten auf der Leine, könnt ihr sehen. Und ja, ist einfach herrlich. Ich werde heute Mittag noch in die Stadt radeln, vielleicht ein bisschen Kaffee trinken. Die Außengastronomie hat wieder geöffnet, zum Glück. Und dann geht's morgen weiter. Bis dann. Ja, guten Morgen. Ich bin wieder unterwegs. Weiter geht's. Guck mal, was ich gefunden habe. Eine riesen Weidenkathedrale. Weidenkirche. Nicht schlecht. Weiter geht's in Altmühltal runter. Das Altmühltal runter. Und ja. Das Wetter ist heute wieder genial. Also, weiter bis zur Donau. Bis dann.
ja, immer wieder fährt man unter den Eisenbahnschienen drunter durch. Die Zugstrecke, die wahrscheinlich hier runter bis zur Donau geht. Oh, es ist so genial heute. So schön. Es lässt sich gut, so gut fahren heute. Voilà. Quack, quack. Ja, schaut euch das an. Richtig schöne Felsformationen da drüben. Auf der anderen Seite. Das ist echt der Hammer. Nicht schlecht. Das sieht echt geil aus. Morgen! Ja, ich bin schon wieder um die 20 Kilometer weitergefahren und an einer Stelle angelangt im Altmühltal, wo es gerade nicht so schön ist, Und zwar liegt hier eine ECE-Strecke und hinten windet sich die Autobahn den Berg hoch. Sehr laut hier, aber abwärts ist das alles wieder weg. Gibt es nur eine Landstraße. Jo. Wahnsinn! So ist das. Weiter geht's. Ja, guten Morgen. Ich bin hier nicht mehr am Altmühl, sondern am, ich glaube, Donau-Elbe-Kanal. Donau-Main-Kanal, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und so ein Kanal, der führt hier runter ins, in die Donau bei Kelheim, und da bin ich jetzt auf dem Fahrradweg. Letzte Nacht war ich auf dem Campingplatz hier bei Ditfurt und jo, weiter geht's. Ein neuer Tag, die Sonne lacht. Die Sonne lacht bei Tag und Nacht sozusagen, und so ist das, und weiter geht's. Ja, zweites Frühstück ist angesagt. Hier im Archäologiepark Altmühltal. Und ja, bei dem Wetter, bei der Location, dachte ich mir nochmal, ist doch mal hier so ein schönes Marmeladenbrot gar nicht so schlecht. Ja, ist echt totale. Total schöne Rekonstruktion von solchen Hochhäusern, ja. Pfahlhäuser. Zwei Stück stehen da. Hier steht noch so ein Ding auf dem Boden als Schutzhütte. Ah, was echt. Sehr schön. Mahlzeit. Guten Morgen. Ja, weiter geht's. Ich war hier in Regensburg. Ich stehe gerade hier auf der steinernen Brücke. War hier zwei Tage im Hostel. Und ja, weiter geht's. Für mich die Donau entlang Richtung ja, Deggendorf, Passau, Linz, Wien.
Wie weit ich komme, werden wir dann sehen. Aber ansonsten muss ich sagen, Regensburg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und für mich geht es jetzt mit dem Fahrrad weiter an der Donau entlang. Der berühmte Donauradweg. Bin mal gespannt. Ja, hallo. Ich bin wieder unterwegs. Letzte Nacht war ich in Regensburg, in einem kleinen Hotel. Nur weiter die Donau runterzufahren, hatte ich eigentlich keinen Bock. Das ist auch wirklich nicht wirklich so schön. Ich fahre jetzt hier durch den Bayerischen Wald. Geht zwar ein bisschen bergauf und bergab, aber ja, bin die ersten paar Kilometer zu Fuß hochgeschoben. Dann hat mich ein Syrer mitgenommen in einem ganz kleinen Auto. Wahnsinn. Das Fahrrad hat zur Hälfte hinten rausgeguckt. Wahnsinn. Hammer. Aber ja. Dann fahre ich jetzt hier, also das Ganze ging jetzt Richtung Regen. Dann bin ich hier irgendwo ausgestiegen. Fahre jetzt Richtung Kirchberg. Genau, da steht's. Ich hoffe, es steht Kirchberg. Fahre Richtung Kirchberg und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ahoi! Ja, so kann es gehen. Da bin ich im Wald gelandet. Gestern noch im Hotelzimmer. Und heute habe ich da mein Zelt stehen. Hier habe ich meine Kochstelle. Jetzt wird erstmal lecker Nudeln gegessen und dann geht's ab ins Zelt zu pennen. Also fängt gerade auch schon ein bisschen an zu regnen. Ich hoffe, dass ich hier meine Nudeln noch gekocht kriege, dass ich noch essen kann im Trocknen. Ein bisschen halten die Tannen ja auch ab, die Fichten. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao. Guten Morgen. Ach, ist das herrlich. Das ist ja wieder ein Wetter. Ich habe mal Hemd ausgezogen, T-Shirt-Wetter schon wieder. Ja, Bayerischer Wald, so sieht's aus. Und da hinten? Ja, genau, da hinten irgendwo. Sieht man das so etwa? Da habe ich heute Nacht im Wald gezeltet mit einem schönen Lagerfeuer. Oh, das war wirklich mal wieder dringend notwendig. Gibt eigentlich nichts Besseres. Meistens habe ich dann, so wie hier, jetzt auch so eine abgemähte Wiese genutzt und dann kann man halt kein Feuer machen und ja. Im Wald ist doch gut. Und keiner sieht mehr irgendwas von Feuerstelle momentan. Alles wieder, alle Spuren verwischt. Ja, und weiter geht's. Fahrrad ist fit. Soweit. Ich sage mal soweit, aber ja, alles perfekt. Alles perfekt. Das ist echt herrlich hier, die Gegend. Wahnsinn. Jetzt geht es hier Richtung Ilz, glaube ich, heißt der Fluss. So ein Fluss. Da kommt man gleich, das soll sehr schön sein, habe ich mir sagen lassen. Am Fluss entlang radeln und dann Richtung Passau. Weiter geht's. Wow, ich bin im Wald. Hier ist eine schöne Grotte. Ein paar Engelchen stehen da rum. Da waren zwei alte Männer im letzten Dorf. Die haben unabhängig voneinander gesagt, ich soll hier lang fahren. Da war ich gerade schon 10 Meter runter. Das ist nur ein Trampelpfad. Und jetzt geht's wohl
da irgendwie runter. Puh. Fahrrad hinstellen im Wald. Gerade Weltuntergang, fühlt sich gerade so an, ich hier in ein Carport gerettet und draußen regnet es Kühe. Ja, guten Morgen, ich bin an der Ilz und fahre hier den Ilztalradweg runter Richtung Passau. Ich bin hier auf einer ganz schönen Brücke gelandet und dann geht es gleich weiter abwärts und es ist echt tolles Wetter. Ist zwar jetzt gerade wieder zugezogen, aber heute Morgen hat die Sonne geschienen, wie verrückt, aber zu heiß ist auch kacke. Na denn. Ja, ich bin auf einem weiteren Radweg und zwar auf dem Ilztal-Donau-Radweg. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt und wo ich ganz happy war, das ist mal wieder eine Bahnstrecke, eine alte Bahnstrecke, Bahntrasse, wo ein Fahrradweg gebaut wurde. Das geht zwar jetzt schon seit ein paar Kilometern bergauf, aber doch relativ leicht bergauf, sodass ich hier mit 8 km/h im vierten Gang gemütlich hochfahren kann. Platt bin ich trotzdem mittlerweile. Werde auch gleich mal irgendwo Päuschen machen. Aber ich liebe Bahntrassen, Fahrradwege. Ich liebe sie einfach. Ja, da bin ich jetzt hier am Dreiflüsse-Eck. Da kommt die Inn und die Donau geflossen. Und da hinten kommt auch noch irgendwo die Ilz in die Donau geflossen. Und hoppala. Ja, diese drei Flüsse, Stadt nennt sich Passau. Das ist auch mein Ende meiner Fahrradreise. Ich habe schon ein Ticket für morgen mit dem Zug nach Türkismühl im Saarland. Dann werde ich dann von dort aus, dort werde ich nochmal übernachten irgendwo im Wald und dann nach Hause fahren, letzten 20 Kilometer, 30 Kilometer. Jo, ich hoffe, euch hat das Video hier einigermaßen gut gefallen. Lasst mir doch ein Like da, ein paar Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ciao.